Und schon vor rund 500 Jahren begleiteten Musiker Kirchen und weltliche Lieder auf dem Gitarrenvorgänger, der Laute. Der Gitarrist Stefan Grasse lebt seit 10 Jahren in Nürnberg. Er trug Lauten und Gitarrenwerke aus mehreren Jahrhunderten zusammen, die hier in Franken komponiert und gespielt wurden. Begleiteten Lautenspieler die Schlager des 16. Jahrhunderts. Die Weiber mit den Flöhen heißt dieses Lied des Komponisten Ludwig Senfel. Nicht besonders charmant beschreibt er hier die Zeit vor Seife und Deo. Die Weiber mit den Flöhen, die haben ständig Krieg. Sie gäben gern ihr Lehen, dass man's all erschlüg. Und ließ ihr kein entrinnen, das wär der Weiber Rach. So hätten's Fried beim Spinnen und in der Küchen Gmach. Dass wir heute Text und Musik noch kennen, verdanken wir dem Nürnberger Sebastian Ochsenkuhn. Mitte des 16. Jahrhunderts machte er sich als hervorragender Lautenspieler einen Namen. 1558 erschien sein sogenanntes Tabulaturbuch auf die Lauten. In mühevoller Kleinarbeit übersetzt Stefan Grasse die in Buchstaben niedergeschriebene Musik in die heutige Notenschrift. Das habe ich gelernt aus meiner Studienzeit in Glasgow. Die schottischen Komponisten und Musiker, die haben sich nur, also zum großen Teil, mit ihrer Musik auseinandergesetzt, mit ihrer Geschichte und so weiter, hatten alte Lautentänze aus den 16. Jahrhundert. Und ich dachte mir, genau das gleiche Bewusstsein müsste man hier eigentlich auch haben, und habe wirklich versucht, da einiges zusammenzutragen. Innerhalb von 2-3 Jahren ist mir auch einiges gelungen. Im Germanischen Nationalmuseum lässt sich die Geschichte von Lauten- und Gitarrenbau in Nürnberg studieren. Doch zunächst kamen die Instrumente von außerhalb. Michael Hartung aus einer Füssener Instrumentenbauerfamilie baute diese Laute um 1600 im italienischen Padua. Musiker spielten sie in Nürnberg, wenn der Rat der Reichsstadt Feste feierte. Der Augsburger Lautenbaumeister Matthias Hummel kam Ende des 17. Jahrhunderts nach Nürnberg und passte diese Laute dem Zeitgeschmack an. Der galante Stil der Barockmusik verlangte ein vielstimmiges Klangbild, das durch zusätzliche Saiten erzeugt wurde. In einer der berühmtesten Werkstätten für Barocklaute in Deutschland baute Sebastian Schelle in Nürnberg diese sogenannte Theorbe, eine Basslaute. Schelles Lauten spielten Musiker in ganz Deutschland, Frankreich und Italien. Kollegen lobten die Qualität und verkauften ihre Schelle-Lauten oftmals mit beträchtlichem Gewinn. Doch die Laute stirbt den Tod der Dekadenz. Mit Saiten überladen ist sie kaum noch spielbar, und in der Biedermeierzeit tritt dann die viel einfacher zu spielende Gitarre ihren Siegeszug an. Auch diese Instrumente wurden in Nürnberg gebaut. Um 1840 beispielsweise vom Mittenwalder Gitarrenbaumeister Karl Sprenger. Lauten baut heute noch in Erlangen der, wie es offiziell heißt, Zupfinstrumentenmacher Hans-Hermann Herb. In Bibliotheken besorgte er sich die alten Pläne. Und heute bestellen Lautenisten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz seine Kopien alter Instrumente. Für die nächsten 1,5 Jahre ist er schon ausgebucht, obwohl Instrumente wie dieses 7.500 Mark kosten. Auch Albrecht Dürer interessierte sich für die Laute. Er nahm sie als Beispiel für sein Visierverfahren, eine Erfindung, um Objekte möglichst genau auf einem Blatt darzustellen. Vielleicht ist hier auch wichtig zu sagen, dass die Entwicklung oder Erfindung der deutschen Lautentabulatur einem Nürnberger zugeschrieben wird, dem Konrad Paumann, der in Nürnberg so ungefähr 1415 geboren ist.
Stefan Grasse spielt auch moderne Kompositionen, die in Nürnberg für Gitarre geschrieben wurden. So beispielsweise die Sonatine des blinden Musikers Heinrich Hartl. Von der Atmosphäre, wie gefällt dir das? Es ist sehr schön von der Atmosphäre, weil diese Musik hat etwas sehr Romantisches, etwas romantisch-schwelgerisches. Du musst dir vorstellen, du bist frisch verliebt und genau das sollen diese Klänge zum Ausdruck bringen und ich glaube, das hast du ganz gut drauf, diese Gefühle. Die klassische Gitarren- und Lautenmusik hat auch in Nürnberg eine eigene Geschichte, die auch heute immer noch weitergeschrieben wird. Auch einer der größten Meister der Laute lebte in Nürnberg. Hans Neusiedler schrieb im 16. Jahrhundert diesen Urwurm, den Welschen Tanz. Wenn Sie jetzt Lust auf mehr von dieser Musik bekommen haben, Stefan Grasse hat die Werke auf dieser CD eingespielt. Sie heißt Nürnberger Meister. Und jetzt zeigen wir Ihnen eine Folge aus unserer Serie historischer Filme. Jeder kann beim Durchfahren der Landschaft in Oberfranken die typischen